So, wir brauchen ja den Schlüssel. Nach dem guten Frühstück muss man arbeiten, habe ich gehört. Gestern sind wir losgefahren, um ein Boot zu holen. Das ist nicht so ganz klar geworden, weil das Boot nicht da war, wo wir gedacht haben. Und jetzt haben wir erfahren, wo Schlüsselboot und so weiter ist. Und das werden wir jetzt mal machen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hier Dachzelte zu buchen, leihen. Und da müssen wir heute was aufladen, glaube ich. Hier ist aber warm. Hier ist schon warm drin. Und das ist übrigens eins der Ferienhäuser, die man hier mieten kann. Das kann man auch schon auf der weiterweg.de-Seite sehen. Allerdings nur von vorne. Ich habe dem Martin vorhin schon gesagt, man muss das mal von der Seite zeigen, weil das ist eigentlich viel größer. Guck mal, wie groß das ist. Und da gerade keiner drin ist, können wir auch da mal eben reingucken. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt, es ist sehr viel Holz verbaut in diesen Häusern. Ja, während du suchst, kann ich ja mal eine Führung machen. Mach. Was haben wir hier? Ja. Bad. Nasszelle. Nasszelle. Einmal Wohnbereich. Sofa. Tisch. Kleinen Kamin. Und zum Lesen. Dann haben wir hier selbstverständlich noch ein nettes eingerichtetes Schlafzimmer. Doppelbett. Auf den Schlüssel. Ja, Moment. Und hier haben wir nochmal für die Kinder. Oh, 1, 2, 3, 4. Ja gut, da können natürlich auch noch ein paar Erwachsene hier rein. Weil das Bett hier unten ist nämlich etwas größer als die anderen. Martin. Oh. Ist nicht inklusive. Also nicht in diesem Haus die ganze Zeit. Kann aber gebucht werden. Ja? Ja. Guten Morgen, liebe Anja. Ja, das ist der kleine Campingplatz. Falls ihr euch mal fragt, wo ihr campen könnt, außer jetzt quasi auf der Baustelle im Moment. Und dann habt ihr direkt morgens den See vor der Tür und das Boot auch. Hier muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Das sieht zwar so aus, als würde man jeden Moment untergehen, aber das hält. Das ist es nicht. Nicht. Nein. Auch nicht. Besuchen noch. Falscher See? Ne, da liegen auch noch Boote. Da wir das Boot noch nicht gefunden haben, holen wir jetzt erstmal die Dachzelte. Man weiß ja auch nicht, an welchem See es liegt. Hier gibt es ja so wenige. Da sind sie, die Dachzelte. Die kann man sich einfach schön oben aufs Dach. Also du brauchst einen Dachgepäckträger, ne? Jo. Nein. Einfach Dachgepäckträger, fertig. Ja. Golf geht auch? Ja. Sogar ein Audi TT. Ja. So hochkant. Halb rausguckend. Rechts und links. Hast du noch Gurte? Du kannst auch festschnallen hier, oder? Ja, wir legen das jetzt erstmal da hinten drauf. Jetzt sieht das mal so. Drauf. Hoch anheben. Da ist es. Hält doch. Ja. Hält doch. Hält doch. Schwedisch Transport. In Deutschland kriegst du dafür direkt erstmal einen Zettel. Eine Kelle. Und hier geht. Hier kriegst du einen Daumen hoch, wenn man dich sieht. Guck mal an See. Guck mal an See. Bitte mal an See sehen. So, das ist also das. Gute Fahrt. Tschö. Mein heutiges Gefährt. Nicht? Habe ich ja noch gar nicht gesagt. Steht zwar die ganze Zeit vor dem Haus hier, aber das ist die kleine Badtunnel. Die kann man sich mieten. Im Umkreis von 15 Kilometern. Kannst du dir zum Haus bringen lassen, ne? Wenn du hier im Haus bist. Und da das Wetter heute nicht ganz so windig ist, versuche ich jetzt nochmal die Drohne über den See zu schicken. Ich hoffe, das gelingt mir, die nicht abstürzen zu lassen, weil bei Seeflügen oder Wasserflügen bin ich doch schon sehr nervös immer. Und ist auch gar nicht so weit am Ende dieses, sagen wir mal, am Ende dieser Straße. Da ist ja auch schon der See.
und der kleine Campingplatz, wo wir vorhin schon waren, wegen des Bootes, was wir immer noch nicht gefunden haben. Ja, sieht erfolgreich aus, gucke ich mir aber zu Hause gleich lieber an. Wenn das was geworden ist, dann zeige ich euch mal ein, zwei Bilderchen daraus. Wenn es nichts geworden ist, lieber nicht. Na, Spencer, bleib drin. Du musst drin bleiben. Ja, und da ja hier auch keine Liege ist, fahre ich jetzt mal darauf. Wohin? Wie immer zur Baustelle. Auf geht's. Morgen ist Midsommer. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich morgen nach Hause fahre. Weil morgen steigt eigentlich die große Party. Das war mir nicht bedacht. Aber gut. Sind auch schon wieder neue Gäste angekommen. Zeltgäste. Campinggäste. Der Martin steht da unten und trinkt gemütlich ein Bier, ne? Gerade erst angefangen. Hast gerade? Gerade erst angefangen, ja. Ich habe gerade ein bisschen Elektrik gemacht hier am VW-Bus. Ja? Läuft die Kamera schon? Ja. Aha. Ich habe erst Elektrik gemacht. Ja, hübsch. Wir machen jetzt nach den Regeln der Technik eine Gebäudeabdichtung. Mit so einem Spechtelchen. Ja, die Regeln der Technik habe ich aber aufgedeckt. Ach so. Du bist auch schlau, ne? Mhm. Beim Reisen ist das so, beim Frühstück. Alle Kunden, die mit mir schon auf Touren waren, die kennen jetzt die Geschichte. Aber auf Reisen ist das so, dass wenn ich frühstücke nicht. Ja. Weil ich zu faul bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das da liegt, esse ich das gerne, aber ich habe morgens gar keine Lust, irgendwas zu schmieren. Und dann ist das meistens am zweiten Morgen so, dass mir irgendeiner aus Mitleid ein Butterbrot schmiert. Und das ist gut. Gut. Danke, Thorsten. Gerne schön. In dem Fall war es ja Thorsten, der seiner Frau... Ja, dreh dich doch mal um. Der seiner Frau Bescheid gesagt hat, die netterweise... Was hast du denn bekommen? Ein Wurstbrot. Ja, da ist eine hessische Spezialität. Sie hat gesagt, das ist eine Aale-Wurst aus Nordhessen. Ah. Sie hat gesagt, das ist extra ein Brot, was man zu der Wurst isst. Aber Aale-Wurst ist gut, ne? Aale-Wurst. Ich richte Nachrichten aus, ist so wie der Postmann, ne? Ja. Also ein bisschen. Ich fahre jetzt nämlich mal wieder zurück. Zum einen, um die gleich einzusacken und zum anderen gucke ich mal, was da so passiert gerade. Du machst selber noch diese komischen. Aber was ist alles für Midsommer für morgen? Für den Maibaum. Für den Maibaum. Ihr wartet morgen 40 Gäste, ne? Ja. Ja. Das Wetter geht wieder. Die Batona ist, glaube ich, warm. Und der Martin und der Thorsten sind fertig. Und seid ihr fertig? Wir sind gerade fertig geworden, ja. Ja. Wir kriegen einen wahnsinnigen Schönheitspreis. Echt? Ja, weil das grottenhübsch ist. Das stimmt allerdings. Aber ja, deine Frau ist auch fertig. Mit Schmücken des. Und wir haben Wetter. Wetter haben wir. Ich hatte gerade gesagt, ich hatte ein bisschen Sorge wegen des Wetters. Nee, wir haben Wetter. Aber wir haben Wetter. Und wir haben Thorsten. Wir haben Thorsten, vor allem deswegen haben wir ja Wetter. Ich muss mir mal eine Nase geben. Ich wäre dann fertig. Ja, nochmal zu sagen zum Thema Dachzelt. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es auch nicht immer ein Geländewagen sein muss, sondern man kann das Ding auch auf einem normalen Wagen packen. Und ja, kann man damit in den Urlaub fahren. Die Ente sehe ich schon mal. Aha. 36. Ach schön. Geht doch. Hauptstündchen.
Ja, nachdem wir nochmal in der Batuna waren und ich die Kamera draußen gelassen habe, weil es der letzte Abend ist, verabschiede ich mich aus Schweden und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten muss das auch nicht sein. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr mal hinfahrt. Und ansonsten bis zum nächsten Filmchen. Ne? Macht's gut.